Es ist das Gruppenfoto des Trainingslagers. Die Mannschaft plus Trainerstab posiert mit den Fans für die Kameras. Ein tolles Erinnerungsbild für die wieder zahlreich angereisten Clubfans und ein schöner Gruß an die Daheimgebliebenen. Ja, es sind auch dieses Jahr wieder über 200, die der Mannschaft ins türkische B-League gefolgt sind. Sensationell, einfach überragend. Gestern sind extra noch welche zum Spiel extra angeflogen. Ja, ist einfach sensationell und trotz zweiter Liga und trotz auch des etwas späteren Zeitpunkts aufgrund der Terminierung in der Liga ist es immer wieder schön und sind immer wieder sehr, sehr viele, die den ersten FC Nürnberg begleiten. Während die Mannschaft das Training am Donnerstagmorgen startet, füllt sich langsam die Fantribüne. Erst verfolgen alle natürlich ganz genau, was Trainer René Weiler mit den Spielern trainiert. Doch das Highlight wartet nach dem Training. Neben dem Gruppenfoto gibt es ein großes Meet and Greet mit den Spielern. Es werden fleißig Autogramme eingeholt. Fotos gemacht. Präsente überreicht und sich intensiv ausgetauscht. Die Fans beobachten das Training und der eine Fan hat es gerade wirklich intensiv das Training beobachtet die ganze Woche, hat auch Notizen mitgemacht und hat einfach noch so ein bisschen über Inhalte gefragt, wie so taktische Abläufe, wie wir das Training vorplanen und da habe ich dem das so eigentlich gesagt, wie wir das so in etwa planen und respektive der Chef das dann dementsprechend auch umsetzt. Auch für die Spieler ist es immer wieder überraschend, wie viele Fans eine Flugreise ins Trainingslager auf sich nehmen. Ich sehe mich schon. Ich freue mich immer, wenn ich die Fans sehe. Pino kennt es ja schon. Für Danny Blum ist das noch etwas ganz Neues. Da ist man schon so erstmal so überrascht, so was da alles mitfährt an Leuten. Für ein Trainingslager nach Türkei, also ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Also wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel in Sandhausen damals, da gab es sowas gar nicht. Da war halt alles auch viel kleiner, wenn man so überlegt. Aber hier sind ja so viele Menschen, die diesen Verein mit Herz so vertreten. Das ist schon Wahnsinn. Und da muss ich schon sagen, Hut ab, ey, vor diesen Menschen, vor den Leuten, vor den Fans, die das mitmachen und so hinterm Verein stehen. Und das ist schon beeindruckend. Für die Fans ist diese Zeit natürlich toll. Endlich mal die Möglichkeit, die Spieler ganz locker und vor allem hautnah zu erleben. Es ist wirklich eine nette Sache und eine nette Stimmung. Das Wetter spielt natürlich auch mit. Und jetzt auch so eine Geschichte, dass man mal Rede und Antwort stehen kann und mal Zeit hat dafür. Ich denke, da ist beiden gedient. Ja, das ist natürlich das Besondere an so einem Trainingslager, dass du eine Woche lang sehr, sehr nah an den Spielern dran bist, dass du die Möglichkeit hast, auch mal ein paar längere Worte zu wechseln. Die Leute sind alle richtig begeistert von den Umständen hier, vom Wetter natürlich, auch das spielt eine Rolle, von den Trainingseinheiten, vor allem aber auch, wir haben das mal 2 Euro mehr verlangt, dafür ein Hotel genommen, das wirklich allen Ansprüchen genügt, das ist überragend und von daher ist die Grundstimmung einfach sensationell bei den Leuten und jetzt, wenn das Wetter noch so passt, dann werden wir hier eine sehr, sehr schöne, unvergessliche Woche erleben. Und mit vielen Erinnerungsfotos nach Hause kommen.